einem Bauarbeiter-Dekolleté werden Sie meine Tochter nicht überzeugen. Wie bitte? Ich spreche von der Aussicht, die Ihre etwas zu weite Hose preisgibt. Sie müssen der junge Geiger sein, von dem mir meine Tochter erzählt hat. Lose. Walter Lose. Nomen est omen. Walter Lose mit der losen Hose. Was könnte man Jungs in einem ihrer Songs einbauen? Ich bin Astruds Vater. Guten Tag, Herr Mann. Habe ich Ihnen das Tubert angeboten? Ich verstehe nicht. Am Geiger keinen Humor? Manfred Mann, nicht Herr Mann. Manfred tut's auch. Ah, verstehe. Und du kommst also meine Tochter besuchen? Sie hat mir von dem Geiger erzählt, der ein ebenso großer Mozart-Fan ist wie sie. Schön. Ja, wir lieben die gleiche Musik. Und ein Geschenk hat er auch mitgebracht, der wohlerzogene junge Mann. Was ist es denn? Mozartkugeln. Wie passend. Nur, dass meine Tochter Mozartkugeln nicht mag. Wirklich? Was mache ich denn jetzt? Zerdrücken. Dann hast du Mozart-Taler. Die mag sie. Wie soll ich das machen? Nicht für ungut. Du musst an deinem Humor arbeiten, Walter. Sie liebt Mozartkugeln. Oh. Hast du dich in meine Tochter verliebt? Naja, also ich bin es schon. Sie ist eine ganz wunderbare Pianistin. Das ist mir zu lose. Was ist mit den Flugzeugen im Bauch? Flugzeugen? Hörst du nur Mozart? Hast du noch nie was von Grönemeyer gehört? Es tut mir leid. Mir tut's leid, dass sich meine Tochter ausgerechnet einen Geiger als Verehrer ausgesucht hat. Ich finde es unfair, wie sie immer über mein Instrument herziehen. Dein Instrument kann nichts dafür. Aber du, dass ausgerechnet du dich in meine Tochter verliebt hast. Und sie sich ihre Mozartkugeln selber. Mir reicht's. Keinen Humor, die Geiger.